Na gut, dann lassen wir Ruck da stehen und überbringen Phil da bei Gelegenheit die schlechte Nachricht. Es sieht aus, als lebe dieser Knochenfledderer in Brunkers altem Lager. Habt ihr die Spuren auf dem Boden gesehen? Hier waren einst eine Menge Leute und Feuerstellen. Jetzt weiß ich, dass sie nicht mehr hier ist. Sie hätte niemals geduldet, dass so etwas am gleichen Ort wie sie schläft. Genau, da bringt mich Ogryn auf eine Idee. Wir konnten Ruck ja noch nach was anderem fragen. Na, Zephryn, stehst du gut im Feuer? Guter Freund ist zurück. Guter Freund macht Ruck nicht Erinnerung ans Licht. Wie kann Ruck Freund helfen? Ich habe einige Fragen an dich. Ich beantworte deine Fragen. Hast du in dem Lager etwas Ungewöhnliches gefunden? Stücke von Sachen, nur Stücke. Die Kriecher haben fast alles weggenommen. Sie nehmen Sachen aus Stahl und Sachen aus Papier. Sie nehmen, was glänzt, und sie nehmen die Worte. Papier und Worte? Das klingt, als habe jemand Notizen gemacht. Glaubt ihr, Branka hat hier gelagert? Sie bringen in ihr großes Nest, das Nest für die Eier. Was glänzt, legen sie hinein. Jawohl! Na schön, das war's auch schon. Ich sollte gehen. Viel Spaß in deinem verderbten Schlamm, du armseliger Staubfresser. Wir sollten ihn wenigstens von seinem Leid erlösen. Ist nicht so schlimm. Die Dunkelheit und das Brennen halten Ruck warm. Warm wie im Arm der Mutter. Er hat den Verstand verloren und der Körper hält auch nicht mehr lange durch. Ich habe schon Giftopfer in besserem Zustand gesehen. Vielleicht habt ihr recht. Warum kann ich hier nur sagen, vielleicht habt ihr recht? Verdammt, natürlich habe ich recht. Macht schnell, damit wir uns wieder unserer Aufgabe widmen können. Ah, nein, tu Ruck nichts. Ich wollte nicht, dass das so läuft. Er ist doch unser Händler. Nur super, jetzt konnte ich ihn nur töten. Tja, tut mir leid, Ruck. Punkt für mich. Also, das hatte ich noch nie. Tja, das lief doof. Jetzt haben wir also unseren einzigen Händler hier gekillt und noch jemand, der eine interessante Rüstung hatte. Gut, das ist eben unsere Strafe, damit müssen wir dann leben. Geht's hier weiter oder ist das nur ein anderer Weg? Sagt uns da die Karte mehr? Bum, bum, nicht wirklich. Ach, nehmen wir einfach mal die Brücke hier. Da kommt ein Golem und da hinten treiben sich viele Geister rum. Nein, du wirfst nicht. Einmal Kettenblitz auf die Bande. Okay, der Golem ist tot. Die Geister fressen gut Schaden, aber da bekommen sie auch Verstärkung. Jetzt stehen sie doof. Ich wollte sie so schön einfrieren. Naja. Oh, Zephryn. Oh. Verdammt, die andere Gruppe da hinten ist auf uns aufmerksam geworden. Jetzt haben wir ein Problemchen. Einmal Gruppenheilung. So.
der Geist ist hinüber. Zephron hat zu tun. Problem dürften die Bogenschützen und der Golem sein. Kümmert sich Zephron jetzt um die Bogenschützen? Wäre nicht schlecht, dann heile ich ihn nochmal. Der Rest von uns ist soweit okay. So, mein zermalmendes Gefängnis braucht noch einen Moment. Ich versuche mal ein bisschen Zephron zu helfen. Die drei da hinten dürften mit dem Golem ja fertig werden. So, du. Na komm. Sehr schön, und da war es nur noch der Golem, den brauche ich jetzt auch nicht mehr ins zermalmende Gefängnis zu stecken. Er ist ja eh tot. Oh, Hundi ist umgekippt. Wir können hier unten tatsächlich die Gruppe wechseln. Ist das neu? Oder hängt das mit einer der tausend Mods zusammen? Bin schon unterwegs. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt einen anderen Charakter in die Gruppe holen. Das wäre ja ein bisschen gecheatet. Vor allem möchte ich nicht Win vor einem schweren Kampf reinholen oder so. Aber wir könnten Hundi mal kurz in die Hauptgruppe nehmen und einen Stufenaufstieg mit ihm machen. Das ginge. Das heißt, Zephron. So. Sehr schön. Dann verteilen wir Pünktchen. Konstitution schadet nicht und ein bisschen Willenskraft ist auch nicht verkehrt. So, zerfetzen. Der Hund stürzt sich auf seinen Gegner und zerrt mit seinen mächtigen Kiefern an ihm. Ist der Angriff erfolgreich, verursacht er automatisch einen kritischen Treffer. Ja, das kann zu Blutungen führen. Ziel erleidet kurzzeitig zusätzlichen Schaden. Sehr, sehr gut. Dann kann Zephron wieder zu uns stoßen. Und dann haben wir nichts gemacht. Alles wie es war. Wir müssen dahin. Nee, das müssen wir gar nicht. Das ist was anderes. Okay, dann ist der Spinnenabschnitt hier wahrscheinlich unser eigentliches Ziel. Dann schauen wir uns erstmal da drüben um. Ist ganz nett hier. Mit diesem Flüsschen. Da liegt ein toter Golem. Den habe ich aber nicht getötet. Und da vorne warten Geister und noch ein Golem. Läuft eigentlich meine Zaubermacht noch? Nee, sieht nicht so aus. Wie wäre es denn, wenn ich da einfach mal den Sturm hinzaubere? So, und dann gleich den anderen. Ihr haltet bitte. So, die dürften ja jetzt ein bisschen Schaden fressen. Los geht's.
Den Golem packe ich ins zermalmende Gefängnis. Oh, stehe ich etwa auch noch in dem Sturm drinnen? Mein Gott, ist der riesig. Dann bewegen wir uns doch mal alle hier raus. Mich eingeschlossen. Na komm, da hoch bitte. Hat mir das etwa mein ganzes Mana gekostet oder kommt das von diesem verkrüppelten Schuss? Egal, die Geister sind fast tot. Ich mache mal das Halten aus. Na sehr schön, das hat sich gelohnt. Der Golem ist auch gestorben. Jetzt muss nur noch der Sturm aufhören. Dankeschön. Ach ja, das war der Abschnitt, wo ich eben nicht weiter wollte, weil ich über die Brücke gehen wollte. Dann hat sich das erledigt, da liegt wieder was. Ein zerbrochener Stein. Ein Buch. Ich hoffe, das ist nicht schon das Buch, das wir suchen. Carradines Tagebuch. Einmal was zum Lesen für euch. Selbst wenn ich es lesen wollte, ich bin sicher, es ist spannend und interessant, aber meine Stimme macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Eine zerbrochene Truhe, eine Silberritrune, sehr schön. Dann schauen wir uns... Oh, da ist ein mystischer Ort der Macht. Ja. Das ist ja auch noch so eine Quest für die Gemeinschaft der Magier. Hätte ich beinahe übersehen. Na gut, dann schauen wir uns den Altar der Trennung an. Obwohl der Altar vor dir zerstört ist, pulsiert er vor Energie. Ah, die Körperteile auf den Altar liegen. Ihr habt wiederhergestellt, was zerschnitten war und mein Versteck offenbart. Teilt mir eure Absichten mit. Sucht ihr nach Rache oder einer Belohnung? Okay, wir haben einfach mal einen riesigen Dämon wieder zusammengesetzt. Tja, ihr seid frei, Kreatur, gebt mir eine Belohnung. Keine gute Idee. Ich mache keine Geschäfte mit Geistern, ich werde euch endgültig vernichten. Ja, ich hätte es... eher geschätzt, wenn da gestanden hätte, ich mache keine Geschäfte mit Dämonen. Egal, ich denke, wir verpassen ihm einen Tritt. Wird aber eine Herausforderung. Ich meine, wenn er in kleine Stückchen zerschnitten war, da müssen wir uns jetzt Mühe geben. Also, ich mache keine Geschäfte. Ich werde euch endgültig vernichten. Ich habe mich aus Bequemlichkeit verborgen, nicht aus Feigheit. Wenn ihr einen Kampf wollt, sollt ihr ihn haben. Kreatur aus dem Nichts, ein übler Gegner. Wie wäre es denn, wenn du, lieber Zephron, ihm mal dein Mal des Todes verpasst? Und ich werde ihn ins zermalmende Gefängnis stecken und dann weglaufen und nach meiner Mami schreien? Ach ja, er kassiert aber gut Schaden.
Wow, aber er teilt auch ordentlich was aus. So ist es nicht. Einmal Gruppenheilung. Tja. Da ist er auch schon tot, wenn er denn tot ist. Was bekommen haben wir jetzt aber nicht, ne? Nee, ich schätze mal, wenn wir ein Geschäft gemacht hätten, dann hätte er eventuell was Nettes rausgerückt. Tja, schade. Steht das hier irgendwo? Zerschnitten. Du hast die Kreatur des Nichts wiederhergestellt und dann endgültig vernichtet. Diese Farce hat ein Ende gefunden. Tja. Eine gute Tat, leider ohne Belohnung. Na schön, dann haben wir uns hier alles angeschaut und da geht's dann weiter Richtung Spinnen. Oh ja. Ach komm, den Trick kennen wir doch schon. Wie lustig. Jetzt seilen sie sich schon die Decken rauf. Die wollen uns todsicher irgendwo hinlocken. Eine Truhe. Los geht's. Vielleicht könnt ihr es ja mal versuchen. Dankeschön. Oh oh. Es speichert automatisch. Wen haben wir denn da? Spinnies. Und das ist keine Spinne da hinten. Ich könnte jetzt natürlich wieder den Sturm dahin zaubern. Was vermutlich keine schlechte Idee wäre. Verdorbene Spinnen. Na, Glückwunsch. Und was ist das? Ein Genlock-Gesandter, der da einfach zwischen den Spinnen wohnt. Wieder so ein Spinnenflüsterer. So, den habe ich direkt mal ins Gefängnis gepackt. Dafür darf ich nun eingenetzt sein. Shale, geh mal auf die Spinnies. Die mich gerade umbringen. Das wird übel. Ich glaube, ich sterbe hier. Ja, ich wüsste kaum, was ich noch tun könnte. Ja. Die haben mich dauer im Netz gehalten. Da war mit Heilung nichts mehr zu machen. Und der Gesandte ist wieder frei. Das gefällt mir überhaupt nicht. Verdammt, und sie überwältigen Zephron. Ne, supi. Liebe Shale, mach mal dein komisches Beben oder nein, geh auf den Gesandten. Der Gesandte muss weg. Ogryn, ich bleib mal auf Zephron. Ich hoffe einfach, dass ich hier nochmal lebend rauskomme, so. Shale frisst Schaden. Oh, der Gesandte hat sich ja gut wieder hochgeheilt. Shale steckt im zermalmenden Gefängnis. Ja, ich glaube, den Kampf können wir direkt knicken. Lieber Zephron, hast du zufällig, ja, du hast Säurefläschchen, die man werfen kann? Ja, erledigt für sie alle. Ja.
Mist. Ja, okay, ich kam nicht mehr zum Werfen. Wir laden das.